Yo, 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 hey, ho, Ladies und verehrte Gentlemen, what is going on? Herzlich willkommen zurück zu der wunderschönen Insel in Far Cry 3. Wir müssen zum Stützpunkt, ja. Und zwar ist unser nächstes Ziel, die nächste Hauptmission sozusagen. Da wir jetzt die Area ein bisschen gesäubert haben von Söldnern und so, können wir jetzt selber mal wieder ein bisschen abgehen, ein bisschen wieder Hauptmission machen. Wie gesagt, immer so abwechselnd und so, ist auch bestimmt geil. Also, auf geht's. Mal schauen, ob wir heute umbringen, ob wir heute erstmal helfen, um uns besser an ihn ranzumachen. Mal gucken. Wir müssen uns jedenfalls irgendwie einschmeicheln. Das ist klar. Ich find's cool, dass das auch irgendwie so ein bisschen windig ist hier. Wenn keine Windschutzscheibe vorne dran ist. Das ist jedenfalls ein cooler Effekt. So, müssen wir uns reinschleichen oder können wir einfach reingehen? Ich sehe da jedenfalls gerade so eine Alarmanzeige. Ich glaube, wir müssen vorne reingehen. Nehmen wir doch mal ein paar Dings mit. Tristan, wie läuft dein Attentat auf heute? Ich bin so stark wie nie. Sag Citra, er ist so gut wie erledigt. Keine Sorge. Ich bin immer an Citras Seite. Okay. Sprich mit Sam. Alles klar, wird gemacht. Können wir nicht erstmal den Alarm ausschalten? Das wäre vielleicht gar nicht mehr so schlecht. Wie komme ich denn da am besten rein, Alter? Komm ich da überhaupt irgendwie rein? Lassen wir hier rechts rein? Ich dachte, der erwartet uns. Na doch, hier sind wir richtig. Kommen wir da rein? Vielleicht kommen wir da rein. Egal, sprechen wir erstmal mit ihm. Hallöle! Interagieren. In dein Pokerface. Du bekommst nur eine Chance. Komm. Muss ich den jetzt wirklich schon umbringen? Krass. Das ist Forster. Na, danke, Sam. Geh eine Zigarette rauchen. Du, setzen. Wo sind die Liste der Verräter und die Fotos? Hier. Na. Echt tolle Arbeit, Junge. Hier, raucht zur Feier eine Cohiba mit mir. Das war echt mal eine Show da unten. Ich rauche nicht. Oh, du hast Schiss wegen Krebs. Das ist Hühnerkacke. An Krebs stirbst du bestimmt nicht. Du siehst aus, als wolltest du in meinen engeren Kreis, Foster. Aber hey, ich kann Menschen lesen. Und du bist ein Springer. Du springst von Job zu Job, legst dich nie fest. Ich bin schnell gelangweilt. Naja. Weißt du, womit man seine Angestellten wirklich glücklich macht? Angst. Also, Hobbys. Kochen, malen, Filme, Crystal Meth. Was sind deine? Mach doch mal auf Hard, Euder. Ich bin selber Jäger. Das edelste aller Hobbys. Bloß jage ich das echte Wild. Ich kann dich zu Sklavenmärkten schicken in Rio, Hongkong, New York. Wir sind ein globales Unternehmen. Globalisierung ist die Zukunft. Bringt Sachen aus der ganzen Welt zu mir. Nimm die US-Industrie. Die machen eine 1, 2, 3 auf eine Kontaktlinse. Und wenn ich sie mir dann ins Auge tue, weiß ich sofort, ob sie richtig rum ist. Also, warum 1, 2, 3 und nicht ABC? Na klar, so können sie es in die ganze Welt exportieren und direkt bis zu mir. Und was passiert, wenn ich sie drin habe? Du siehst die Zahlen nicht mehr? Ist das nicht unglaublich? Das nenne ich mal Fortschritt. Das ist Zivilisation. Aber ein paar Typen raffen es einfach nicht. Siehst du das Boot da? Ich habe es mit seiner Besatzung entführt. Aber der Kunde will außerhalb seiner Landesgrenzen einfach nicht verhandeln. Bah. Ich bevorzuge die europäischen Aufnahmen. Die Bläser in amerikanischen Orchestern sind zu bombastisch. Alter. Und darum geht es, Foster, nur darum. Ich ernte meine Sklaven in der ganzen Welt.
Und genau wie diese Kontaktlinsen ist, mein Produkt universell. Gut, du musst was für mich erledigen. Ich habe einen Gefangenen unten. Finde heraus, wer der Kerl ist, wer seine Wohltäter sind. Und dann schlägst du ihn, bis er nicht mehr stehen kann. Sam geht mit dir. Alles klar. Oh, ich behalte die Kamera im Auge. Ich sehe so selten einen echten Profi bei der Arbeit. Na los. Hey. Enttäusch mich nicht. Alles klar, ich weiß nicht, ob der den Braten gerochen hat oder nicht. Krass, warum haben wir ihn nicht einfach umgelegt? Sprich mit Sam, okay. Alles klar. Oder sollen wir hier... Ja, komm. Ja, Alter. Wir sind direkt in der feindlichen Basis. Es ist alles Koks. Der neue Rekrut hält sich für was Besonderes, weil Hoyt mit ihm geredet hat. Hoyt redet mit einer Menge Typen. Hey, Hoyt heuert jetzt hübsche Jungs an. War's jetzt? Schön den Arsch zusammenkneifen. Diese Insel gehört so gut Pisser. Wie dir. Ja, ja. Keiner kann mich aufhalten. Ist klar, Mann. Ich bin der König! Wo hat Hoyt das her? Er kommt nicht zu meiner Pilotenscheinfeier nächsten Monat. Mann, du weißt, dass dein Bruder immer seine... Ja, das ist nicht gut, wenn da... Oh yeah! Keine Kokosnuss für dich. Hey, hatte Doug nicht gesagt, die Insel wäre menschenleer? Da sind sie! Packt sie! Alle sofort weg! Hilfe! Lasst mich los! Wirft sie in den Wagen! Wenn da unser Gesicht drauf ist, ist es doch eigentlich nicht so gut, oder? Ja, wir können eh nichts machen, also auf geht's. Mal schauen. Hier lang. Wie wird das enden? Du tust es und Hoyt vertraut dir. Glaub deinen eigenen Lügen. Und denk dran. Lächeln. Da ist eine Kamera. Hier ist der Gefangene für das Verhör. Ist es nicht, Dings? Oh, fuck! Riley! Oh mein Gott. Wer bist du? Wie lautet dein Name? Was? Dein Name! Riley Brody! Ach mein Gott. Wer hat dich auf diese Insel gebracht? Mein Bruder. Wo ist Jason jetzt? Wo? Keine Ahnung. Glaubt ihr, dass du tot bist? Für wen arbeitest du? Ich stelle hier die Fragen. Wo sind die vier Leute, die er entführt hat? Keine Ahnung. Ich will nur raus hier. Die Kamera ist jetzt in einer Schleife. Für 38 Sekunden. Riley. Jason. Du lebst. Verdammte Scheiße, gehörst du zu denen? Nein, ich hol dich raus. Okay, okay. Wo ist Grant? Er ist nicht hier, aber ich, okay? 26 Sekunden. Wir gehen, jetzt. Nein, wenn du das tust, dann erschießen doch gleich selbst. Wir sabotieren und töten heute. Wir zwei lenken die Wachen ab, Riley rennt. Nein, er wird es nie aus dem Gebäude schaffen. Hör auf ihn, okay? Ich kann nicht weg hier, Mann. 9 Sekunden. Schlag schon zu oder heute weiß Bescheid. Was? 5 Sekunden. Mann, tu es einfach, ich kann nicht mehr, aber versprich mir bitte, dass du mich holst, okay? Alter. Schon krass. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wie lange ich halten will. Alter Schwede. Was ist aus mir geworden? Das reicht jetzt. Lass ihn. Du Krass. Bist der beste Pokerspieler, den ich kenne. Ich brauche einen Drink. Hey, toll gemacht mit dem Namen. Kreativer Einsatz von Zuckerbrot und Peitsche. Ich habe ein gutes Gefühl bei dir, Junge. Hör mal,
Ich möchte, dass du mit mir Poker spielst. Sam, du bist auch eingeladen. Wir sprechen übers Geschäft. Sag mir einfach wann. Ich hab Zeit. Gut. Schön. Und der gute Sam wird dir alles sagen. Pokerabend. Ich glaube, der verdächtigt uns schon. Vor allem, weil die... Ich will ihn töten. Ich habe einen Plan parat. Zuerst zerlegen wir Hoyts Kommunikationsnetzwerk und sprengen dann sein Treibstofflager. Das Chaos in seiner Truppe gibt uns die Chance, ihn beim Pokern zu erledigen und Riley zu retten. Ist das gut, ja? Ja, sehr. Schön, dass das alles besprecht in der... Treibstofflager, wenn die Funkzentrale ausgeschaltet ist. Damit sind Hoyts Männer taub und stumm, hä? Gut, dass wir es alle hier unten besprechen. Deep Cover. Wo die uns einfach zuhören können. Aber egal. Haben die nicht gesagt, dass Riley tot ist? Naja. Everything's got a moral. Wenn man sie nur finden kann. Everything's got a moral, if only you can find it. Alles klar. Schwarzmalen. Ja. Pff. Pisser. Ja, das lief doch schon mal ganz gut ein. Ich gehe zum Kommunikationszentrum. Können wir den Alarm auch schalten? Gut, dass die nichts checken. Jedenfalls haben wir den Alarm schon mal hier deaktiviert. Das ist gar nicht mal so schlecht vielleicht. Ja, guck mich bloß nicht so an. Pisser. So, müssen wir als nächstes hin zum Kommunikationslager. Wo ist das? Man weiß es nicht. Da oben. Alter, das ist echt krass weg. Deswegen hätte ich gesagt, wir gönnen uns noch die letzte Area mit dem letzten Aussichtspunkt und den letzten zwei Aussichtspunkten. Oder? Wäre ich auch mal hart für. Da haben wir nämlich das endlich mal hinter uns. Und dann ist halt noch die Frage, was wir als nächstes machen. Entweder wir machen noch diese Hunting-Missionen, damit wir unsere ganzen Beutel machen können oder keine Ahnung. Weiß ich ehrlich gesagt noch nicht ganz. Ich weiß auch nicht wirklich, ob ich darauf noch Bock habe, hier die einzelnen Pferde des Jägers zu machen. Oder ausgeblutet solche Nebenmissionen vielleicht. Dass wir vielleicht die Ausrufe-Nebenmissionen machen. Ausrufezeichen-Nebenmissionen. Das wäre doch eine Idee, oder? Es sind jetzt nicht so viele überall. Und die sind meistens immer ziemlich nah überall. Doch, das kann man schon machen. So, aber erstmal das Auto bitte. Jetzt kümmern wir uns erstmal um den letzten Aussichtspunkt. Alter. Schon krass, oder? Für mich kommt es so vor, als ob wir gerade erst Far Cry 3 zum Spiel angefangen haben und jetzt haben wir schon alles erkundet. Krank. Schon nice. Ah, stimmt, wir können ja noch immer nicht gesehen werden. Also, beziehungsweise können wir schon, aber die wollen uns noch nicht. Finde ich schon sozial. Jetzt sind es 400 Meter, okay. Was ist das für eine schwule Musik, Alter? Kann ich die irgendwie Radiosender wechseln oder so? Ah, Mann. Obwohl, das geht's eigentlich so ein bisschen. Naja, obwohl, ich weiß nicht. Hört sie irgendwie arabisch an oder sowas. So, da links hoch? Ja, das ist richtig. Das war doch relativ gut. Jetzt sind wir schön zum Aussichtspunkt ausnahmsweise mal gekommen. Irgendwelche großen Umwege. Keine Gegner irgendwo? Okay. Oh, hier haben wir Waffen. Muni. Alles klar, letzter Aussichtspunkt. Wie kommen wir hier nach oben erstmal? Scheiße. Ja, also. Müssen wir an dem Seil? Ich glaube, wir müssen an dem Seil lang rutschen. Kann das sein? Doch, ich glaube, so muss das. Letzte Aussichtspunkt ist wahrscheinlich dann der schwerste. Oh Mann. Kiste irgendwo? Nee. Also auf geht's. Ja, müssen wir sogar, okay. Und dann sind wir hier richtig. Perfekt. Oh, nicht runterfallen. Vorsichtig. Letzter Aussichtspunkt, wenn wir jetzt hier sterben, wäre das ziemlich peinlich. Zack, 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 zack. Ja, aber ab hier ist ja dann easy going. Easy peasy. Lemon squeezy. Okay, hier rüber. Da hoch. Ja, ganz locker fluffig. Da rüber springen. Okay.
Okay. Soweit so gut. Darüber. Nicht zu weit springen. Hier hin. Hier runter. Hier hoch. Hier hoch. Dann... Leiter. Gut, dann sind wir hier schon oben. Perfekto. Schwarzmalen. Geh zum Kommunikationszentrum. Okay, ja, wird noch irgendwann gemacht, keine Angst. Wahrscheinlich nachdem wir die beiden Außenposten hier noch erledigt haben, machen wir auch mal ein bisschen mit der Hauptmission weiter. Wir kommen immer näher zum Ende. Schon krass. Aber ich meine, wenn ich alle Außenpunkte, alle Aussichtspunkte und alle... alle Funktürme und alle Aussichtspunkte habe. Oder Aussichts... Nein, wie heißen die Außenposten so? Dann habe ich eigentlich schon alles von Nebenmissionen erledigt, was ich unbedingt erledigen wollte. Alles andere ist für mich jetzt so halt extra Zeugs. Schauen wir, irgendwas kriegen, wenn wir alle haben. Oh, ein Friedhof. Erfolg. 500 XP. Noch irgendwas? 9 Fähigkeitspunkte sind schon mal nice. Eine Waffe oder so. Oh, die Bushman. Ich glaube, die ist auch ziemlich gut. Ich glaube, es ist sogar eine besondere Waffe. Kann man ja mal im nächsten Außenposten hinschauen. Und wisst ihr was? Ich glaube, den mache ich jetzt noch. Schon der richtige, oder? Ja, genau, da müssen wir hin. Ich will nicht die Beutekiste, ich wollte den Aussichtspunkt. Lagerdepot, trockene Palme. Wenn er schon so nah da ist, dann machen wir den auch noch kurz. Ich meine, die letzte Folge war ein bisschen kürzer, dann kann die wieder ein bisschen länger sein. Damit es schon ausgeglichen ist. Sind ja nur 100 Meter hier. Wenn der schon so schön praktisch hier ist. So, ja, wir machen Fähigkeitspunkt, stimmt. Hätte ich fast vergessen. Und zwar machen wir Marathonman. Warum nicht? Da können wir schneller sprinten. Länger sprinten. Naja, irgendwie auch nicht. Das ist Sperrgebiet, alles klar. Das darf uns niemand sehen. Okay. So. Ah, wir haben keine Spritzen mehr. Gut, dass ich davor ein paar aufgesammelt habe. Erweiterte Wahrnehmung. Gleich mal 4 machen. Okay, einer fehlt uns noch. Hey, du siehst uns ganz bestimmt nicht. So. Was war denn da? Achso, eine Iguane. So eine Dings, wisst schon. Alles klar. Klar, ich hoffe mal, dass da kein Auto kommt. So, das als erstes. Würde ich sagen, schalten wir die da hier aus. So, die Frage, wie kommen wir da am besten nach unten? Vielleicht kommen wir ja so nach unten. Vorsichtig, vorsichtig. Okay, das war schon mal gut. Oh Gott. Ziemlich riskant, was ich hier mache, vor allem wenn sich der Sniper umdreht. Ich frage mich, ob ich auf den drauf springen kann, ganz ehrlich. Okay, soweit so gut. Ich hoffe mal, der Sniper dreht sich nicht um. Okay. Alarm ausgeschaltet, okay. Schon mal nice. Okay, nice. Soweit, so gut. Was? Warum haben die was gewittert? Wo geht's denn da eigentlich hin? Keine Ahnung. Hä? Woher wissen die was? Verstehe ich nicht. Das kann nicht sein. Okay. Wir haben sie jedenfalls noch nicht entdeckt. Okay, jetzt haben sie mich entdeckt. Egal. Oder haben sie? Keine Ahnung. Ah, ich glaube schon. Aber der Alarm ist halt leider schon im Arsch. So. Wir haben es jedenfalls geschafft. Egal, scheiß drauf.
Ich habe schon so viele Außenposten perfekt gemacht, also in Anführungszeichen perfekt, also halt maximale Punktzahl. Ob ich jetzt hier einen noch mehr oder weniger mache, mehr oder weniger gut mache, besser gesagt, ist jetzt auch egal. Komme ich irgendwie raus? Nee. Okay. Dann halt nicht. Komme ich irgendwie schnell runter? Hier vielleicht und dann hier? Oh ja. Was? Ich habe da gerade echt zwei Balken Schaden genommen durch den kleinen Sprung. Ich doch verarschen. Naja. Wenn sie meinen. Auf geht's. Wir haben irgendwo noch einen Datenspeicher übersehen. Also zwei Datenspeicher fehlen uns noch. Ich glaube, die habe ich bei den ersten Außenposten einfach nicht gecheckt, dass die da sind. Jetzt muss ich die Munition wieder auffüllen. Und dann bei einzigartige Waffen haben wir die Buschmann. Wollen wir sie kaufen? Komm, die kaufen wir einfach mal. Ja, und die rüsten wir statt den Bogen aus. Der Bogen ist halt schon geil. Komm, statt dem Bogen. Bogen brauchen wir dabei mal nicht. Okay, jetzt haben wir noch die Buschmann. Schon nice, würde ich sagen. Okay, ja, kann man lassen jedenfalls. Und die hat sogar ein Silencer drauf. Okay, dann passt das eh. Na gut, aber dann würde ich sagen, wir beenden die Folge sowieso mal wieder hier. Vielen Dank fürs Zuschauen, wie immer. Könnt ihr ein Like da lassen, wenn es euch gefallen hat. Nächstes Mal gibt es dann den letzten Außenposten und dann geht es auch vielleicht schon mit der Hauptmission weiter. Also, bis dann, haut da rein und outro.